Yo, liebe Malunze Gang, heute reagieren wir auf Böse Onkels Stand der Dinge. Das wurde mir auf jeden Fall wieder vorgeschlagen von euch, also vielen lieben Dank für eure ganzen Vorschläge. Eure Vorschläge könnt ihr natürlich wieder in die Kommentare schreiben. Vielen lieben Dank für euren ganzen Support. Wir sind mittlerweile 333 Abonnenten, das ist auf jeden Fall eine mega heftige Zahl und die Nachfrage wird natürlich immer größer von euch, dass ich mehr Videos machen soll. Wie schon gesagt, jeden zweiten Tag ein neues Video, wenn ich es hinbekomme. Und ja, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da, dann erreichen wir auf jeden Fall die 350 Abonnenten. Das ist jetzt unser Ziel, Leute. Und gestreamt wird wieder am Wochenende, Samstag, auf jeden Fall diese Woche Samstag, bin ich dann wieder am Start, weil ich einfach eine Pause brauchte, weil ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe und am Freitag schreibe ich auch Mathe und so. Aber das macht ja nichts, Leute. Ich muss trotzdem für euch den Content produzieren. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und ich bin gespannt auf dieses Meisterwerk. By the way, mir hat ein Zuschauer einen Link geschrieben. Also, er hat geschrieben, reagiere auf jeden Fall auf Stand der Dinge und dann einen Link. Habe ich draufgeklickt und habe mir jetzt einfach dieses Video hier rausgenommen. Ich hoffe, dass das das Richtige ist. Aber es kommt ja eher mehr auf den Song an, dass ich darauf reagiere, wie er klingt und so. Und ja, ich bin, wie schon gesagt, gespannt. Das Licht geht aus, alle gehen, ich bleib zurück. Auf Wiedersehen. Haben die einen Filter drauf gemacht? Ist ja geil. Ich zieh mein Resümee und beginne mit dem, den ich im Spiegel seh. Ist ja gut bearbeitet, ey. Alle reden, doch sagen nichts. Keiner weiß, wovon er spricht. In diesen Tagen sind oft wahr. Ich will hier raus, ich will jetzt gehen. Schon alles gefühlt, schon alles gesehen. Schon alles gesehen. Hammer. Hammer Stimme. Ich lerne Dinge der Lauf der Zeit. Jetzt und in aller Ewigkeit. Jetzt und in aller Ewigkeit. Spiegelwerfen Stück für Stück. Jeden Tag dasselbe Bild zurück. Dasselbe Bild zurück. Alles so wie es immer war. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Ich will zurück, das Gefühl von Schwerelosigkeit. Hammer, wirklich live, auch da. Hammer, gut gemacht. Kalter, seelenloser Regen, der Filter, der schreit nach Hammer. Tod. Hammer. Schon alles gesehen. Geil. Ich lerne Dinge der Lauf der Zeit. Jetzt wieder das Dumm. Jetzt und in alle Ewigkeit. Spiegel das Stück für
Du wirst gar nicht, was ich für einen Bock habe, da live mit dabei zu sein. Ob es dieses Jahr ist, nächstes Jahr, ist ja scheißegal, aber auf jeden Fall einmal in meinem Leben dabei sein. Auf jeden. Das gute Gitarrenspiel in seiner Gene drinne. So von wegen, yo, du kannst gut Gitarre spielen. Und das ist fest in seiner Gene drinne. Ja. Leute, also wer behauptet, dass Gonzo nicht der beste Gitarrenspieler ist? Keine Ahnung. Der hat was verpasst. Leider habe ich heute mein Onkels T-Shirt nicht an. Tut mir auf jeden Fall leid, Leute. Ich habe das 3-4 Tage oder so getragen. Ich muss nichts verheimlichen. Ja, hab das wirklich 4 Tage lang getragen. Wirklich, das ist Hammer. Das sieht so geil aus, Leute. Ich konnte mich davon irgendwie nicht losreißen, wisst ihr? Das ist so geil. Hab mich übelst gefreut. Das ist wirklich Hammer. Vielen Dank, Frankfurt. Dankeschön. Hammer. Hammergeiles Lied. Also Leute, abschließend kann ich ja zu dem Lied sagen, das hat mir natürlich auch gefallen mit den Trommeln auch, also mit dem Schlagzeug. Digga, wie schnell muss man das machen? Du. Richtig durchtreten. Und vor allem der Filter auf der Stimme, der hat mir auch gefallen. Der wurde natürlich in der Regie angemacht. Das ist natürlich kein Geheimnis. Er hat da jetzt keinen Knopf für oder so. Das machen die Ton- Engineers im Hintergrund wahrscheinlich den Filter anmachen und dann, wenn der Song an dem Moment, wo er normal singt, machen die den Filter wieder aus. So, das ist ganz simpel. Aber das finde ich geil, dass sie auch die Effekte benutzen oder die Effekte auch live auch auf die Stimme machen. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man auch das Feeling bekommt, dass man gerade auch wirklich 1:1 den gleichen Song hört, und live ist so oder so total geil, Leute. Also, schreibt mir auf jeden Fall weitere Vorschläge in die Kommentare, lasst ein Abo da. 350 Abonnenten ist das Ziel, ihr geht halt total ab. Das letzte Video hatte, was weiß ich, fast 30 Daumen nach oben und fast 100 Kommentare. 100! Das ist schon crazy. Und auch die Nachfrage von den bösen Onkels Videos wird halt immer mehr, Leute. Da müsst ihr mich ein bisschen verstehen, ich komme manchmal mit den ganzen Sachen nicht hinterher. Ich lese mir einiges durch, auch auf Facebook, die Nachrichten und die Kommentare. Ich muss da ein bisschen hinterherkommen, Leute, also seid mir da nicht böse. Aber in dem Sinne würde ich sagen, habt jetzt noch einen positiven Tag und wir sehen uns in der nächsten Reaction wieder.